Weiter geht's mit der Idee des Kraftgewinns. Wir haben im letzten Video ja schon gesehen, dass wir durchaus hier weniger Kraft oder wenig Kraft aufwenden können und dadurch mehr Kraft hinten rauskriegen. Allerdings, der kleine Wermutstropfen, dafür müssen wir auch einen längeren Weg aufwenden. Also allgemein gesprochen hatten wir damit abgeschlossen, dass wir sagen konnten, dass man das, was man an Kraft spart, muss man an den Weg sozusagen wieder drauflegen. Das ist die goldene Regel der Mechanik. Und wir haben auch gesehen, dass wir das Ganze auch verallgemeinern können für dieses Beispiel der Wippe, indem wir sagen, dass das Verhältnis oder das Produkt der Kraft, die wir reinstecken, mal der Seite, auf die wir das anwenden, also diese hier, also sozusagen von hier bis zum Wendepunkt, das Produkt dieser beiden ist genauso groß wie das Produkt dieser beiden. Und was aber nochmal ganz wichtig ist, das will ich auch nochmal ein bisschen hervorheben, das, was wir hier oben hingeschrieben haben, diese beiden Seiten, das ist nicht die Arbeit, die in dem System oder die Energie, die in dem System steckt. Nicht Arbeit. Weder das hier ist Arbeit, noch das hier ist Arbeit. Nein, und das auch nicht. Was ja daran liegt, dass die Arbeit sich zwar auch berechnet aus Kraft mal Weg, allerdings muss der Weg und der Kraft und die Kraft müssen ja in die gleiche Richtung zeigen. Das heißt, der Weg, den wir nach hier, nach unten zurücklegen würden, mal diese Kraft, das wäre die Arbeit, die wir reinstecken und dementsprechend auch der Pfeil, wenn er hier nach oben zeigt, der Weg, den wir da rauskriegen, mal die Kraft, die wir rauskriegen, wäre dann auch wieder genauso groß wie das. Allerdings können wir das hier oben trotzdem so sagen, da diese Seite hier und diese hier ja in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen und das haben wir gesehen im letzten Video, ist genauso groß wie das Verhältnis von dieser Seite zu dem Wegvektor, den wir nachher rauskriegen. Und dass uns das hier ziemlich gut oder ziemlich viel helfen kann, das werden wir jetzt gleich mal sehen. Wir gucken uns mal noch ein neues Beispiel an. Also und zwar, das wäre jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel, wie man das vielleicht, wie es eher vorkommen würde in der Realität. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel wieder, also wir bleiben ja bei unserem Wippenbeispiel, wenn wir jetzt hier so eine Wippe haben und ich wechsle nochmal kurz die Farbe, sagen wir hier unten liegt jetzt irgendwas drauf, das ein Gewicht hat von 100 Newton. So. Und wir wollen jetzt aber wissen, oder andersrum, wir wissen aber, wie stark wir sind. Und wir sagen jetzt einfach mal, wir haben nur eine Kraft von, unsere Kraft ist 10 Newton. Wir können nicht stärker als 10 Newton drücken. Das ist halt das, was wir nun mal nur können. Irgendwo ist ja auch unsere Grenze erreicht. Und jetzt wollen wir trotzdem aber diese 100 Newton hochheben. Und gucken, wir müssen uns eigentlich nur angucken, wie lang, das sagt uns diese Formel hier oben ja, in welchem Verhältnis diese beiden Seitenlängen zueinander stehen müssen, damit wir das auch mit 10 Newton schaffen, 100 Newton hochzuheben. Also. Gucken wir uns die Formel hier oben an. Die Inputkraft ist ja 10 Newton, also das, was wir reinstecken können. Bleiben wir gleich dabei. Ich lasse es gleich mal stehen. Mal SI, also diese Seite hier. Also wir wollen hier unsere Kraft drauf anwenden. Und das hier ist ja die Inputseite bis hier zum Wendepunkt. Das heißt, die Länge dieser Seite mal 10 Newton muss genauso groß sein wie die Kraft, die wir rauskriegen. Das sind ja 100 Newton, weil die heben wir dann ja damit an. 100 Newton. Mal dem Weg auf der anderen Seite. Also von hier bis zum Wendepunkt, das nehmen wir mal wieder SO für den Output-Weg. Mal SO. Und wenn wir jetzt einfach nur durch 10 Newton teilen, dann sehen wir schon, dass das Ergebnis ziemlich geradlinig ist, also direkt vor uns liegt sozusagen. Das hast du ja wahrscheinlich jetzt vorher schon gedacht, aber nur damit wir es vielleicht nochmal als mathematischen Ausdruck auch sehen. Der Weg auf dieser Seite oder die Länge dieser Seite hier muss genau 10 mal so lang sein, oder 10 mal so groß sein wie die Länge von dieser Seite. Und dann sind wir in der Lage, mit 10 Newton 100 Newton hochzuheben. Das Problem ist immer, diese Formeln sehen ziemlich leicht aus und ziemlich simpel. Und da sind sie auch, beschreiben aber ziemlich, ziemlich mächtige Werkzeuge. Also das geht vielleicht in unserem Zeitalter jetzt ein bisschen verloren, weil man die Notwendigkeit davon nicht mehr sieht. Aber du kannst dir vorstellen, früher zum Beispiel die alten Griechen oder die Ägypter, die hatten natürlich nicht die Möglichkeit, einfach irgendwelche Maschinen zu nehmen, die einfach wie ein Kran zum Beispiel, die das Ganze mit irgendwelcher elektrischen Kraft hochheben, sondern die waren darauf angewiesen, genau solche Verhältnisse hier zu kennen und ihre Manpower, die sie hatten, hier hinten drauf anzuwenden, die natürlich begrenzt war. Und trotzdem mussten sie ja, ich weiß nicht, wie hoch so eine Pyramide ist, aber irgendwie mussten diese Steinchen da ja auch hochkommen. Das haben sie vielleicht jetzt nicht direkt mit dem Prinzip der Wippe gemacht, aber auf jeden Fall mit dem Prinzip, dass man weniger Kraft reinsteckt und mehr Kraft aber rauskriegen muss, und das Ganze einfach nur ausgleicht, indem man einen längeren Weg zurücklegt. Also wir können uns ja noch ein anderes Beispiel zum Beispiel angucken. Machen wir nochmal sozusagen ein bisschen das Gegenteil davon. Also wir haben jetzt wieder eine Wippe. Und sagen wir, diesmal liegt das Ganze so rum. Und ich weiß nicht. Wir sagen jetzt einfach mal, wir drücken jetzt hier mit einer Kraft drauf. Oder wir legen da irgendein Gewicht drauf mit einer Kraft von 7 Newton. Und die Länge der Seite hier ist 35 Meter.
Und sagen wir, welche Farbe hatte ich denn noch nicht? Die hatten wir auch noch nicht. Und die Seite ist 5 Meter. Und wir wollen jetzt wissen, wie schwer kann denn das Objekt sein, das hier hinten drauf liegt? Ich mal gucken. Wie schwer kann das denn maximal sein, damit ich das mit 7 Newton auch wirklich hochheben kann? Und das machen wir genauso wie vorher auch. Also wir wissen ja, die Kraft, ich mache mal ein Fragezeichen rein, die Kraft kennen wir ja nicht. Das heißt, die Kraft, die wir rauskriegen, die ist diesmal auf der linken Seite, also FO, mal diesen 5 Metern, muss genauso groß sein wie diese 35 Meter oder wie das Produkt aus 35 Meter mal 7 Newton. So, dann teilen wir einfach durch 5 Meter und dann nehmen wir die 35 durch 5, das ist am leichtesten. Also 35 Meter durch 5 Meter, das sind 7 mal 7 Newton, ist also gleich 49 Newton. Das heißt, das Objekt hier hinten darf maximal 49 Newton an Gewicht haben, damit wir das mit 7 Newton immer noch hochheben können. Und wie gesagt, das Geniale daran ist ja, dass wir nur mit 7 Newton runterdrücken, aber die siebenfache Kraft hier oben rauskriegen. Also wir legen zwar hier nur einen kürzeren Weg zurück, also wir müssen hier natürlich einen ziemlich langen Weg zurücklegen, aber dafür können wir das siebenfache von unserer Kraft auch hochheben. Und ich weiß nicht, also ich finde, das ist schon ziemlich erstaunlich. Und im nächsten Video gucken wir uns mal noch ein anderes System an, eine etwas andere oder zwei andere Maschinen und gucken mal, wie das bei denen aussieht und ob die vielleicht sogar noch ein Stück weiter gehen und vielleicht noch ein Stück hilfreicher sogar sind als das System der Wippe, das wir jetzt hier gesehen haben, obwohl das ja schon ziemlich, ziemlich gut war.